Einen wunderschönen guten Abend aus dem BayernLab Wunsiedel und herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream aus der Reihe BayernLab Online mit dem Thema Industrialisierung im Fichtelgebirgsraum. Mein Name ist Britta Heger und ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten Herrn Adrian Rosner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bayreuth und Bamberg. Bekannt ist Herr Rosner auch durch die Serie Adrians Geschichtler, die in der Sendung des Bayerischen Fernsehens Wir in Bayern ausgestrahlt wird. Zusätzlich ist er aktiv als stellvertretender Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins, als Vorsitzender der Münchbürger e.V. und er ist bestellter Kreisarchivpfleger des Landkreises Hof sowie bei vielen anderen Projekten und Vereinen tätig. Doch jetzt übergebe ich an unseren Referenten und wünsche Ihnen einen interessanten und unterhaltsamen Vortrag. Lieber Adrian, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser kleinen virtuellen Reise durch die spannende Welt der Industriegeschichte des Fichtelgebirges und mich natürlich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie mit dabei sind. Kurz am Anfang noch eine kleine Info für Sie. Bitte schreiben Sie Fragen, die Sie haben, direkt in den Chat. Ich kann leider nicht direkt mit Ihnen konferieren, aber die Fragen werden mir von der Barbara Thierfelder dankenswerterweise weitergeleitet. Das heißt also, ich werde mein Bestes tun, sie dann gleich zu beantworten. Das nur kurz zur Information. Ich freue mich auch deswegen, dass Sie heute dabei sind, weil das Thema, das wir uns vorgenommen haben, mir selbst sehr am Herzen liegt. Ich habe dazu bis März, also das heißt bis vor gut einem Monat, promoviert. Die Promotion ist mittlerweile abgeschlossen. Auf den Titel warte ich noch ein bisschen, da müssen noch ein paar Anträge laufen. Aber insofern ist es natürlich auch ein Themenbereich, der mir selbst sehr am Herzen liegt. Und insofern freue ich mich sehr, dass Sie sich dafür interessieren. Wir wollen uns heute anhand der drei großen Industriezweige des Fichtelgebirges mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, was denn die Industrialisierung bei uns eigentlich ausgemacht hat und natürlich auch, welche verschiedenen Entwicklungen sie angestoßen hat. Dabei ist eine Betrachtung jetzt schon elementar und das ist eben zugleich auch die Kernaussage oder eine der Kernaussagen in meiner Dissertation. Es gab die eine Industrialisierung nicht. Es war keine industrielle Revolution, die sich auf allen Ebenen Bahn gebrochen hat, wie wir es beispielsweise in England ja sehen oder gesehen haben, sondern bei uns waren es tatsächlich Industrialisierungsprozesse, die immer lokal gestartet wurden und die sich dann womöglich in höheren Ebenen zu großen Entwicklungen vereinigten, die aber eben am Anfang tatsächlich kleinteilig blieben. Und das ist eigentlich auch die wichtigste Erkenntnis, die man hat, dass man sagt, die Industrialisierung des Fichtelgebirges, die gab es in dieser Form gar nicht, sondern es waren Industrialisierungsprozesse in der Textil-, der Granit-, der Porzellanproduktion, genauso wie später im Maschinenbau in den anderen Spezialbereichen. Und genau mit diesen Prozessen wollen wir uns heute mal ein bisschen detaillierter beschäftigen, wobei der Fokus auch aufgrund meines eigenen Backgrounds schon ein bisschen auf dem Textilsektor liegen wird. Einfach deswegen, weil ich dazu eben meine Dissertation angefertigt habe. Ich habe mich darin mit den Auswirkungen der Industrialisierung im Münchberger Raum beschäftigt und das ist natürlich in erster Linie Textil. Aber so viel sei verraten, auch die anderen Zweige werden nicht zu kurz kommen. Ja. Wir haben nur das kleine Problem, dass wir natürlich in dieser einen Stunde nicht alles en Detail besprechen können. Nur damit Sie mal einen Vergleich haben, meine Diss ist ungefähr 520 Seiten dick und die geht wirklich nur zur Textilindustrie. Das heißt, wenn wir heute den Blick noch weiten wollen, müssen wir tatsächlich einfach ein Stück weit ein paar Fortschritt wagen. Ich bitte da um Verzeihung, wenn wir eben auf die einzelnen Dinge nicht so detailliert eingehen können. Es geht wirklich eher darum, das große Ganze noch einmal ein bisschen in den Blick zu nehmen. Ja. Gut. Lassen Sie uns in Medias Res gehen.
Die Besiedlung des Fichtelgebirges wird gemeinhin in die Zeit des 11. bis 12. Jahrhunderts datiert und auf der rechten Seite können Sie auch sehr gut sehen, warum sie so spät stattgefunden hat. Das Fichtelgebirge gilt damit als Neusiedeland im Vergleich zu anderen Regionen, die teilweise schon im 8., 9. Jahrhundert großflächig urbanisiert und kolonisiert wurden, weil die Menschen bei uns eben sehr viel später kamen. Ja? Und der Hintergrund ist tatsächlich aus der Landschaft selbst abzuleiten. Wir haben einen relativ schlechten Boden in manchen Teilen der Region. Wir haben ein im Vergleich zu anderen Landstrichen relativ kaltes Klima. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dieses Klima damals vor dem 11., 12. Jahrhundert sogar noch einmal kälter war, als wir es heute sehen, dann ist sehr gut nachvollziehbar, warum die Menschen in der damaligen Zeit zwar durch das Fichtelgebirge zogen, aber eben nicht unbedingt hier blieben, sondern sich großteils in anderen Regionen, wie beispielsweise dem Regnitzgrund rund um Bamberg, niederließen. Erst als im Rahmen der mittelalterlichen Warmzeit, die um das Jahr 1000 begann, wie Sie auf den Graphen rechts schön erkennen können, die Temperaturen langsam angestiegen sind und damit ein sogenanntes Klimaoptimum schufen, wagten sich Menschen aus den angrenzenden Regionen, wie beispielsweise dem bambergisch-fränkischen und eben auch dem oberpfälzischen Raum, in das Fichtelgebirge vor und haben es entlang der schon damals existenten Fernhandelsrouten kolonisiert und entsprechend besiedelt. Die Menschen, die damals kamen, lebten von der sogenannten Subsistenz, das heißt von der selbstversorgenden Landwirtschaft. Das sehen Sie auf dem linken Foto, das natürlich nicht aus dem Mittelalter stammt, sondern aus den 1930er Jahren, noch einmal sehr gut. Die Landwirtschaft hatte sich eigentlich bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht großartig verändert. Deswegen können Sie sich die Szene, die sich im Mittelalter dargestellt hat, tatsächlich ungefähr so vorstellen, wie Sie sie hier auf diesem Foto auch sehen. Ja? Wichtig bei der Subsistenzbewirtschaftung war, dass die Menschen sich selbst versorgten. Man nennt das in der Wirtschaft auch das Haus. Ja? Das Haus als Wohngemeinschaft einer Familie, als Lebensgemeinschaft, war damit eben zugleich auch Produktionsgemeinschaft und Konsumgemeinschaft. Alles, was ich benötigte, habe ich bestenfalls selber produziert. Und es führte auch dazu, dass das Fichtelgebirge nicht etwa eine große zusammenhängende Region ist, sondern dass sie sich ganz im Gegenteil aus sehr vielen kleinteiligen Räumen zusammensetzt. Denn die Entfernung, die die Menschen damals zurückzulegen bereit waren von ihrem Haus zum Markt oder eben zum nächsten Handelsplatz, die hing natürlich auch sehr, sehr stark an einem Kosten-Nutzen-Kalkül. Zu heißen, ich ging jetzt nicht als Zeller beispielsweise auf Hof, weil das viel zu weit war, sondern als Zeller zog ich, wenn dann, in die nächstgrößere Stadt und das war damals Münchberg ab dem 14. Jahrhundert. Dadurch haben sich diese kleinteiligen Räume im Fichtelgebirge etabliert, die wir bis heute sehen. Ja, die Räume Wunsiedel, Marktredwitz, Weißenstadt, Kirchenlamitz, Hof, Münchberg. Das war also keine zusammenhängende Struktur, sondern es war schon in jener frühesten Zeit der Besiedlung ein Stück weit die Grundlage existent für diese bis heute nachweisbare Kleinteiligkeit und Vielfalt, die im Fichtelgebirge vorherrscht. Am Anfang war nun demnach eine Situation entstanden, mit der die Menschen gut zurechtkamen. Ja, man konnte sich selbst versorgen, man konnte mit den Nachbarn ein Stück weit Handel treiben, es haben sich erste Dorfgemeinschaften und spezialisierte Handwerke herausentwickelt, alles war in Ordnung. Problematisch wurde diese Situation dann, als im 14. Jahrhundert die Temperaturen mit einem Mal zu sinken begannen. Es sollte seinen negativen Höhepunkt finden im 17. Jahrhundert, wo man dann sogar von einer kleinen Eiszeit sprach. Und durch diesen Niedergang, durch diesen Rückgang der Temperaturen sind jetzt natürlich auch die Erträge in der Landwirtschaft langsam zusammengeschmolzen. Das führte einerseits dazu, dass die Abgaben der Landwirte an den damals in der Region herrschenden Kleinadel ebenfalls zurückgingen, was am Ende dessen Verarmung nach sich zog und schlussendlich sogar seinen Niedergang bedeutete. Und auf der anderen Seite kam es dadurch eben auch zu einer sehr starken Ausprägung des Handwerks in den Fichtelgebirgsräumen. Insbesondere in der Weberei fanden die Menschen damals ein Nebengewerbe, das sie neben der Landwirtschaft betreiben konnten. Man hat sich dabei auf den Flachs fokussiert, weil der Flachs eine Pflanze ist, die sehr widerstandsfähig ist und die eben mit diesen kargen Böden und den kalten Temperaturen gut zurechtkam. Und insofern war es natürlich auch ein elementarer Aspekt,
dass diese Menschen, die sich damals auf diese Weberei konzentrierten, den Flachs selber anbauen konnten. Ja? Insofern ist es natürlich jetzt ganz spannend, dass quasi die Landschaft tatsächlich oder die Räume einmal mehr die Prägung der Wirtschaft vorgeben, ausgehend von der Landwirtschaft und natürlich auch von anderen Handwerken, wie beispielsweise dem Bergbau, der sich damals etablierte und der vollkommen richtig, wie Harald Steig es im Kommentar schreibt, natürlich auch eine Rolle bei der Besiedlung spielte, ging es jetzt plötzlich darum, diesen Nebenerwerb im Handwerk faktisch grundlegend einzuführen. Ja? Die Menschen bauten nun also während der immer kürzeren Vegetationsperioden vermehrt auch den Flachs an, ließen dafür die Versorgung mit Getreide, den Anbau von Getreide links liegen und konzentrierten sich auf die Weiterverarbeitung dieses Flachses während der kalten Winterzeit, und zwar in sogenannter Hausarbeit. Es bildete sich ein Hausgewerbe aus. Die Menschen also blieben quasi in dieser Produktionsgemeinschaft erhalten, haben jetzt aber eben nicht mehr allein die Felder bewirtschaftet zusammen, sondern eben auch gemeinsam Gewebe hergestellt. Und zwar in erster Linie in der damaligen Zeit einfache Leinenstoffe, die man dann auf einem lokalen, eventuell regionalen Markt verkaufte. Ja. Wie das damals ausgesehen hat, sehen Sie auf dem linken Foto. Da können Sie sehr gut eine typische Handweberstube des Fichtelgebirges erkennen. Auch dabei, das Foto stammt aus den 30er Jahren, aber die grundsätzliche Struktur können Sie sich ähnlich vorstellen. Es gab eine Arbeitsteilung. Oftmals wob der Mann und die älteren Söhne, während die Frau und die älteren Töchter zuarbeiteten, beispielsweise durch Spinnen oder aber eben auch durch das Garnspulen, was man hier auf diesem Foto dargestellt sieht. Die Frau also bereitet die Spule vor, die sie dann eben dem Mann entsprechend zureichen kann. Der legt sie in sein Webschiffchen und webt damit weiter. Ja? Auf der rechten Seite der Frau, beziehungsweise von uns aus gesehen rechts, erkennen Sie im Übrigen auch eine Weife. Diese Weife ist deswegen so spannend, weil sich von diesem Gerät das fränkische Wort der Warfen abgeleitet hat. Mit Hilfe der Weife konnte man den Faden, den man auf die Spule aufwickeln wollte, vorher schön abmessen. Und weil man eben dabei nicht aufpassen musste, sondern sich schön während des Weifens unterhalten konnte, warfte man mit Nanne. Ja, daraus hat sich dann eben bei uns das Verb des Warfens entsprechend abgeleitet und entwickelt. Jetzt kam es zu einer ganz spannenden Entwicklung. Ab dem 15. Jahrhundert haben sich nämlich die einen Menschen mehr und mehr auf das Handwerk fokussiert und dabei die Landwirtschaft komplett aufgegeben, was zur Ausprägung besonderer Hausformen führte, wie Sie es auf der rechten Seite der Folie erkennen können, das sogenannte Tripfheisler, bei dem kein Grund mehr dabei war, den man bewirtschaften musste, sondern in dem man wirklich nur lebte und arbeitete und die Grundstücksgrenze dort verlief, wo die Traufkante des Daches lief, das heißt, wo das Wasser von der Traufkante heruntertropfte, deswegen Tripfhaus. Und auf der anderen Seite hat es eben Menschen gegeben, die die dadurch frei gewordenen Feldflächen übernahmen und so mehr oder weniger sich zu Großlandwirten entwickeln konnten. Und das Ganze führt dazu, dass sich die Gesellschaft spezialisierte. Man machte nicht mehr als Konsum- und Produktionsgemeinschaft der Familie alles, sondern man konzentrierte sich auf eine Produktion und kaufte entsprechend das, was man selbst nicht mehr herstellte, über den Markt zu. Das hat natürlich die Folge gehabt, dass man erst einmal die Produkte, die man selbst herstellen konnte, auf dem Markt verkaufen musste, um dadurch an Kapital zu kommen, das man in die anderen Produkte stecken konnte. Und deswegen kam es damals zu einer Öffnung des Marktes. Nicht umsonst ist das 14. Jahrhundert die große Epoche der Stadtgründung in dem Fichtelgebirge, denn genau dieses neue System, das quasi dem lokalen Tauschhandel ablöste und es jetzt mehr und mehr interregional aufgebaut wird, das brauchte natürlich auch Marktflecken. Das brauchte Dörfer, die Marktrecht hatten. Das brauchte im besten Fall aber natürlich große Städte, in deren Privilegiensammlung auch das Recht der Marktabhaltung vorhanden war. Und die sich damit zu Dreh- und Angelpunkten dieses frühen Wirtschaftsnetzwerks entwickeln konnten. Fortan also zogen die Produzenten, beispielsweise unsere Weber, auf den Markt, verkauften dort ihre Produkte, erwirtschafteten damit Geld und kauften von dem Geld die Produkte zu, die sie selber nicht mehr produzieren konnten. Und damit war eigentlich schon einmal eine erste große Revolution in der Gesellschaft vonstatten gegangen. Das Problem ist nun, und es ist eigentlich relativ einfach nachvollziehbar, aber ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich dahinter gestiegen bin. Deswegen ist das in der Diss ein sehr langes Kapitel geworden. Das Problem ist nun natürlich folgendes. Wenn ich meine Leinenprodukte auf einem regionalen Markt verkaufe, das heißt also, wenn ich eine Stadt habe und außenrum viele kleine Dörfer, in denen Weber sitzen, die alle in diese Stadt tingeln,
dann kommt es natürlich relativ schnell zu einer Sättigung der Nachfrage. Das heißt, dass am Ende natürlich die Menschen in gewisser Hinsicht auch dazu gezwungen waren, nun in Konkurrenz zueinander zu treten. Ja? Und das ist natürlich deswegen recht interessant, weil die Weberei tatsächlich zunftfrei war. Danke für die Frage, lieber Harald. Es gab damals zwar Leinenweberzünfte, die wurden allerdings tatsächlich erst im 17. Jahrhundert gegründet, um ein Stück weit Ordnung reinzukriegen. Die Weberei per se, da kommen wir dann aber gleich noch drauf zu sprechen, auch die Baumwollweberei war zunftfrei. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass die Weberei einen immensen Zustrom erhielt, insbesondere dann, wenn andere Produktionszweige in die Krise gerieten. Wenn beispielsweise es im Bergbau Probleme gab, war oftmals die Textilproduktion das Auffangbecken für diese Menschen, die dann natürlich auch den Markt noch mehr übersättigten. Die logische Konsequenz dabei war nun, dass man versuchen musste, die Wirtschaftskraft der einzelnen Räume, die im Fichtelgebirge existierten, auf den Export zu trimmen. Das heißt, wenn der Absatz im Lokalen nicht mehr funktionierte, musste man die Produkte notgedrungen über die eigenen regionalen Grenzen hinaus vertreiben, beispielsweise über die Messen, die damals im Bambergischen und Würzburgischen stattfanden. Die Schwierigkeit war, die Leinenproduktion, die sich im Fichtelgebirge oder in den Fichtelgebirgsräumen etabliert hatte, lieferte jetzt von der Qualität her nicht unbedingt so gute Produkte, als dass sie mit diesem immensen Wettbewerb auf den großen Messen hätten mithalten können. Und genau deswegen führte man damals Anfang des 15. Jahrhunderts einen komplett neuen Rohstoff in diese lokale Weberei ein, nämlich die Baumwolle. Burggraf Johann III. Hat schon im Jahr 1414, wahrscheinlich schon einige Jahre vorher, wie eine neue Quelle bestätigt, erstmals Baumwolle in den Fichtel, also in den Nürnbergischen und von da aus in den Fichtelgebirgsraum importieren lassen und hat damit versucht, dieses Handwerkersystem, ja, dieses Hauswebersystem ein Stück weit dazu zu befähigen, qualitativ hochwertigere Produkte herzustellen. Fortan also gab es tatsächlich die Möglichkeit, die Kettfäden der Textilprodukte weiterhin aus Leinen herzustellen, einfach weil das robuster war und die mechanische Belastung besser aushielt, den Schussfaden aber aus Baumwolle zu benutzen, was zur Ausprägung der sogenannten Barchentweberei führte. Ja. Diese Barchentweberei war deswegen ganz besonders wichtig, weil die Weber, die Baumwolle verarbeiten wollten, jetzt plötzlich nicht mehr dazu in der Lage waren, die Rohstoffe selber anzubauen, wie beim Flachs, sondern sie waren darauf angewiesen, die Rohstoffe zugeliefert zu bekommen. Das führte zur Ausbildung des sogenannten Verlagswesens. Im Verlagswesen steht im Mittelpunkt der namensgebende Verleger. Der Name kommt vom Vorlegen, also sprich vom Vorstrecken, vom Vorfinanzieren der Rohstoffe. Dieser Verleger kauft die Rohstoffe auf dem Markt ein, in unserem Falle beispielsweise auf den Messen in Nürnberg oder in Bamberg, und gibt die Rohstoffe, die Baumwolle, dann an die lokal ansässigen Hausweber weiter. Interessante ist, die Hausweber zahlen ihm dafür nichts, sondern verpflichten sich, die fertigen Produkte an den Verleger zurückzugeben, der dann diese Produkte auf den Messen wiederum weiter vertreibt. Es kam also zu einer Trennung zwischen Produzent und Vertrieb. Ja? Man hat lange Zeit angenommen, und das liest man auch in der teilweise recht neuen Forschungsliteratur, dass dieses Verlagswesen in erster Linie auf der Ausbeutung der Handweberei fußte. Denn immerhin waren die Verleger diejenigen, die alles steuerten, die demnach natürlich auch das Geld entsprechend koordinierten, und die Hausweber waren die Armen, die von ihnen abhängig gewesen sind. Es ist tatsächlich in dieser Form jedenfalls für meinen Untersuchungsraum Münchberg nicht nachweisbar. Ganz im Gegenteil, es war ein System der gegenseitigen Abhängigkeit und demnach auch der gegenseitigen Wertschätzung. Der Verleger wusste, je besser seine Handweber arbeiten, desto besser konnte natürlich auch der Verkauf der Ware auf den Messen vonstatten gehen, desto mehr Geld nahm er ein. Die Handweber auf der anderen Seite wussten aber natürlich auch, dass sie ohne den Verleger, und das ist ganz, ganz wichtig, weder an die Rohstoffe gekommen wären, noch hätten sie ohne den Verleger den Vertrieb über die lokalen Grenzen hinaus stemmen können.
Ein Weber konnte nicht mal schnell nach Nürnberg oder nach Bamberg auf die Messe ziehen, denn dann hätte er gut eine Woche nicht produzieren können und es hätte immense finanzielle Einbußen nach sich gezogen. Deswegen brauchte er den Verleger, der diesen Vertrieb faktisch für ihn übernahm. Und das ist ganz, ganz elementar. Ja? Insofern kann man sagen, dass durch dieses Verlagswesen sich jetzt die kleine dezentrale Produktion, die Hausweber saßen ja immer noch in ihren Dörfern, ja, mit einem Mal in großen zusammenhängenden Netzwerken entwickelte. Teilweise arbeiteten im 18. Jahrhundert für einen Verleger bis zu 250 Handweber, die von ihm die Rohstoffe bezogen und deren Produkte er auf den Messen vertrieb. Und das Interessante ist, ich konnte im Rahmen meiner Promotion auf eine fantastische, bislang unerschlossene Quellenlage zurückgreifen, die sich eben nicht etwa in den Staatsarchiven befand, sondern tatsächlich in den Kommunal- und Stadtarchiven, genauso wie in privaten Sammlungen. Und mir ist es dadurch möglich gewesen, diese Ausdehnung der Verlagsnetze auch nachzuweisen. Ich konnte beispielsweise feststellen, dass von Münchberg aus die Messen in Nürnberg, in Würzburg, in Bamberg bedient wurden. Die Ägidienmesse und die Kiliansmesse waren dabei die wichtigsten, dass aber auf der anderen Seite teilweise sogar im 18. Jahrhundert schon nach Leipzig und sogar in manchen Fällen bis in die Schweiz und in das Ausland exportiert wurde, über die Verlagsnetzwerke. Ja? Und es zeigt eben schon, dass sich jetzt durch dieses System ein eklatanter Wandel mit einem Mal Bahn gebrochen hat. Es waren jetzt nicht mehr die kleinen Handweber, die zu Hause saßen und die halt quasi vor sich hin darbten und da in irgendeiner Art und Weise versuchten, sich über Wasser zu halten, sondern es waren jetzt faktisch dezentralisierte Manufakturen, die unter der Leitung eines Verlegers, der sich ab dem 18. Jahrhundert auch Manufakturist oder Fabrikant nannte, arbeiteten. Und die in gewisser Hinsicht eine Art von Arbeitsordnung auch implizierten und etablierten. Das Interessante ist jetzt nämlich, dass die Verleger in den folgenden Jahren immer häufiger zu den tonangebenden Gestalten der Entwicklung werden. Als beispielsweise in der Mitte des 18. Jahrhunderts die damals bei uns verbreitete Stauchenproduktion, also sprich die Produktion von Barchenstoffen, die man am Stück färbte und dann beispielsweise zerschnitt. Daraus wurden dann Flöre gemacht, ne? Trauerflöre kennen Sie vielleicht oder auch Halsbinden hat man daraus gemacht. Diese Produktion geriet ins Stocken, weil der Absatz mit einem Mal nicht mehr da war. Diese Flöre wurden beispielsweise bis nach Österreich exportiert, aber die Österreicher haben jetzt selber eine Produktion aufgebaut und dadurch stockte der Absatz. Jetzt hat damals ein Fabrikant in Hof, ein Verleger mit Namen Rost, sich eine wunderbare Idee aus Sachsen abgekupfert. Er hat gesagt, wenn wir es zusammenbringen, die Garne nicht mehr zu verweben und dann am Stück zu färben, sondern die Garne erst zu färben und dann bunt zu weben, das heißt also Muster herzustellen, dann erschließen wir uns neue Märkte durch diese neue Produktpalette. Das führte zur Einführung der sogenannten Tüchlein, die damals ab den 1750er Jahren erst in Hof und anschließend auch in den angrenzenden Räumen produziert worden sind. Jetzt ist der Verleger demnach noch einmal wichtiger geworden, denn einerseits steuerte er jetzt nicht nur die Produktion der Tüchlein, sondern er überwachte auch beispielsweise die Färbung der entsprechenden Garne vor Ort. Ja, er kaufte also die Baumwolle ein, ließ sie dann verspinnen, ließ die Garne färben und gab dann die gefärbten Garne an die Handweber weiter. Und auf der anderen Seite war es eben auch der Verleger, der durch seine guten Kontakte zum Markt die Mode und die Geschmäcker im Blick behielt. Er konnte also sagen, die neue Farbe, die alle wollen, ist rot oder blau. Das heißt, wir müssen auf diesen Markttrend reagieren, um somit entsprechend die Produktion umstellen zu können. Ja? Es machte also die Rolle des Verlegers noch einmal sehr viel wichtiger. Und es führte selbstverständlich dazu, dass die Verleger am Ende auch zu der tonangebenden Macht in diesem protoindustriellen Wirtschaftssystem geworden sind. Sie bauten sich große, wirklich teilweise sehr ansehnliche Stadthäuser, ja, teilweise richtig gehende Palais, die man ganz häufig mit der Bezeichnung Fabrik in den damaligen Häuserlisten findet. Fabrik bedeutet nicht, dass dort eine Produktion stattfand. Fabrik bedeutet einfach nur, es war der Ort, von dem aus die dezentrale Manufaktur, also sprich unser Verlagsnetz, entsprechend gesteuert wurde. Ja. Hier sehen Sie einmal ein Beispiel für eine der letzten erhaltenen oder eines der letzten erhaltenen Verlegerhäuser des Fichtelgebirges, das sogenannte Grimmlershaus in Münchberg, gebaut worden um 1780 von Johann Georg Stöckel, dem damals reichsten Mann der Stadt. Allein dieses Gebäude hat einen Versicherungswert von ungefähr 4.500 Gulden und
Es war mehr oder weniger der Sitz des Verlagsnetzwerkes. Ja? In der oberen Etage residierte die Verlegerfamilie. In den unteren Räumlichkeiten bei diesem Gebäude befanden sich links ein Kolonial- und Gemischtwarenladen und rechter Hand von der Eingangstür, vom Eingangsportal, das sogenannte Verlags- oder Verlegerzimmer, an dem dann hinten entsprechende Lagerräume angeschlossen waren. Ja? Das zeigt auch, dass die Verleger natürlich nicht nur mit Baumwollware handelten, sondern dass sie, wenn sie jetzt schon auf den Messen unterwegs waren, natürlich auch Produkte einkauften, die sie ins Fichtelgebirge importieren konnten. Die Verleger waren es, die um 1780 zum ersten Mal den Kaffee in die Stadtgesellschaften der damaligen Zeit einführten. Und sie waren es eben auch, die parallel zur Baumwollware und zum Baumwollhandel, beispielsweise mit Gewürzen handelten, mit Farbstoffen. Das können wir bei der Familie Stöckel, der dieses Haus gehörte, tatsächlich anhand der Bilanzbücher, die ich für die Doktorarbeit auswerten konnte, alles ganz wunderbar nachweisen. Ja. Das große Problem war nun, dass natürlich, das Problem ist es nicht, aber die spannende Entwicklung, sagen wir es mal so, dass die Verleger natürlich diesen neuen Status, den sie in der Gesellschaft einnahmen, sich doch auch bewusst wurden, ja, und den gerne präsentieren wollten. Bei Bourdieu kennt man das als die Distinktion. Das heißt also, die hohe Schicht der Gesellschaft versucht nun, sich durch gewisse Attitüden, durch einen besonderen Habitus von den anderen Teilen der Gesellschaft abzusondern. Und das Ganze geschieht natürlich jetzt um 1800 auch in der Gesellschaft der Fichtelgebirgsräume. Überall in den größeren Städten kommt es zur Gründung der sogenannten Bürger- oder Ressourcengesellschaften. In Hof, in Bayreuth, in Wunsiedel und auch in Münchberg. Das Interessante ist, diese Ressourcengesellschaften werden großteils gegründet von Fabrikanten und damit eben von den Trägern der neuen wirtschaftlichen Elite, von den Stützen dieses neuen Wirtschaftssystems, das sich mittlerweile sehr stark etabliert hatte. Ja. Es gab damals, nur damit Sie mal einen Vergleich haben, in Münchberg um 1800 ungefähr 30 dieser Verleger. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass diese Menschen jeweils zwischen 5 und bis zu 250 Handwebern unter sich hatten, die quasi in den ländlichen Räumen rund um die Stadt angesiedelt waren, dann können Sie sich vorstellen, dass natürlich diese Ausbildung auch dazu führte, dass gerade die Stadtgesellschaft sich sehr, sehr stark entwickelte. Ja? Die Städte wurden zu den zentralen Orten des Systems und zugleich wurde eben auch die tonangebende Gesellschaftsschicht innerhalb der Stadt zu einer doch sehr, sehr angesehenen Elite. Und das Ganze hat man sich entsprechend auch zeigen trauen. Ja? Man kam in diesen Bürgergesellschaften zusammen. Es gibt beispielsweise in Hof sogar eine davon bis heute, die Gartengesellschaft aus den 1790er Jahren existiert nach wie vor. Und noch immer kann man dort nicht einfach Mitglied werden, sondern man muss um Aufnahme bitten und dann wird von den Mitgliedern ballotiert. Das heißt, alle Mitglieder stimmen mit Hilfe schwarzer und weißer Kugeln ab, ob sie der Aufnahme zustimmen. Und erst wenn dann am Ende eben eine deutliche Mehrheit für die Aufnahme des Aspiranten spricht, wird er entsprechend in den Club aufgenommen. Und genau das war damals auch Sinn der Sache. Man wollte in diesen Bürgergesellschaften nicht jeden haben. Es heißt zwar in der Satzung Großtraben, dass jeder Mann von Ehre absolut ohne Probleme beitreten kann, aber die Beitragshöhe und auch die Mitgliedszahlungen strafen diese Aussage Lügen. Der Monatsbeitrag der Bürgerressourcengesellschaft Harmonie in Münchberg kostete sagenhafte 50 Kreuzer. Das konnten sich damals wirklich nur diejenigen leisten, die auch eine wirtschaftliche Stärke vorweisen konnten. Ne? Auf der anderen Seite sammelte sich jetzt in diesen Bürgergesellschaften natürlich schon auch die Ottwoleh der damaligen Zeit. Es wurden Politiker und Stadträte aufgenommen, natürlich ganz klar die wirtschaftliche Elite. Und das hat es auch ermöglicht, Absprachen zu treffen. So wurde am Ende tatsächlich diese Bürgergesellschaft auch oftmals zum Sammelbecken der neuen gesellschaftlichen Haute-Volée, ja, die es sich leisten konnte, dort unter sich zu sein. Die Münchberger haben das sehr, sehr krass ausgedrückt, indem sie eben sagten, dass in den engen, warmen Stuben man unter dem gemeinen Haufen sitzen musste. Und genau deswegen gründeten sie eben die Ressourcengesellschaft, weil man damit mehr oder weniger die Möglichkeit hatte, unter sich zu sein, ja, unter seinesgleichen. In diesen Gesellschaften, da wurden Zeitungen gelesen, später dann sogar solche Zeitungen wie der Simplicissimus oder auch die Jugend, als er aufkam. Da herrschte also ein schon sehr liberales Denken in der damaligen Zeit. Ja. Aber auf der anderen Seite war es eben trotzdem auch eine sehr elitäre Vereinigung, die sich in erster Linie aufbaute auf den damals starken wirtschaftlichen Eliten. Das Spannende ist, dass sich aus diesen Gesellschaften sehr häufig auch spannende Entwicklungen herausentwickelt haben.
Beispielsweise ist nachweisbar, dass die Menschen in Wunsiedel, die damals den Felsengarten Luisenburg anlegten, auch Teil dieses Wunsiedler Bürgertums waren. Ja? In Hof beispielsweise legte das Bürgertum den Bürgerpark Theresienstein an, um dort Lust zu wandeln, um dort die Natur nachzuerleben. Es ist sogar nachweisbar, dass diese Bürger mit zu den ersten Touristen des Fichtelgebirgsraumes wurden, weil sie es sich leisten konnten, Freizeit zu gestalten. Und weil sie am Ende beispielsweise im Rahmen der 1830 aufkommenden Romantik insbesondere auch die Gipfel des Fichtelgebirges für sich entdeckten, um dort tatsächlich, wie man es damals gerne tat, im Rahmen der nachaufgeklärten Romantik und der viktorianischen Zeit, ja, die dann aus England ein bisschen rüberschwappte, um dort der göttlichen Schöpfung nahe zu sein. Nicht umsonst haben wir am Waldstein bis heute das Waldsteinhaus stehen. Das Hospiz Waldstein wurde 1852 um den Dreh für die Bürger errichtet, die sich dort oben verlustierten, die dorthin fuhren, um Lust zu wandeln im Schatten der stolzen Ruinen, die eben für das neue deutsche Mittelalter standen. Ja, da kam also schon auch ein starker Nationalgeist mit auf in jener Zeit, der eben in erster Linie nicht allein auf der Studentenbewegung, vor allem natürlich, aber der eben auch auf diesem neu etablierten Bürgertum fußte. Am Ende sollte das zur Ausprägung des Biedermeiers führen, das Sie gut kennen, wenn Sie Bares für Rares oder Kunst und Krempel schauen, das sind ja ganz häufig biedermeierliche Einrichtungsgegenstände vorhanden, die eben dann auch diesen, ich sage jetzt mal, diesen Selbstwert und diese Selbstsicht des Bürgertums zum Ausdruck bringen sollten. Ja. Die Frage vom Harald möchte ich kurz aufgreifen: In welchem Radius lebten die für die Münchberger Verleger tätigen Hausweber? Ich konnte das tatsächlich ganz fantastisch auswerten und habe das auch anhand von Karten nachweisen können. Man kann sich vorstellen, dass die für die Münchberger Verleger tätigen Hausweber in einem Umkreis von maximal 10 Kilometern zur Stadt lebten. Das Ganze hat auch den einfachen Grund, der Hausweber musste ja trotzdem in die Stadt gehen, um dort die Rohprodukte oder die Rohware zu holen und die fertigen Produkte abzuliefern. Und auch da kam es wieder zum Kosten-Nutzen-Kalkül. Ne? Deswegen darf man nicht davon ausgehen, und das ist tatsächlich auch was, was ich nachweisen kann, dass jetzt die Münchberger Verleger Hausweber im gesamten Fichtelgebirge hatten, sondern das waren einzelne Verlagsorte, Münchberg, Wunsiedel, Weißenstadt, Hof, um die herum sich diese Verlagsnetze entsprechend konstituierten. Und auch das zeigt schon, dass es keine gemeinsame Entwicklung war, sondern dass es wirklich jeweils Unterschiede gab, je nachdem eben, welche Prägung die Stadt und die dort tätigen Verleger für sich in Anspruch nehmen wollten. Ja. Es gab nun um 1800 nicht allein diesen immensen gesellschaftlichen Wandel, sondern es gab auch groß angelegte politische Veränderungen. Insbesondere der Anschluss des ehemals zollerischen Fürsten oder bayreuthischen Fürstentums Bayreuth an das Königreich Preußen hat natürlich da eklatante Auswirkungen gehabt. Und an der Stelle würde ich ganz kurz auf einen Mann eingehen, der mittlerweile leider in Vergessenheit geraten ist im Vergleich zur weithin bekannten Markgräfin Wilhelmine, der aber für die wirtschaftliche Entwicklung des Fichtelgebirges elementar ist. Und dieser Mann ist Karl August Freiherr von Hardenberg, den Sie auf der rechten Seite der Folie erkennen können. Hardenberg kam damals Anfang des 1790er Jahre in das Fürstentum, um dessen Anschluss an das Königreich Preußen vorzubereiten und im Anschluss fortzuführen. Er regierte nach einer komplett neuen Raison, das heißt also, er führte groß angelegte politische Reformen ein, er gründete Domänenkammern und Ministerien, er hat aber auf der anderen Seite eben auch die Wirtschaft elementar gefördert. Einerseits den Bergbau, dafür hat er sich Alexander von Humboldt geholt, auf der anderen Seite aber auch, und deswegen ist er für uns so wichtig, die Textilindustrie. Ja? Hardenberg erkannte, und das ist das, was ich diesem Mann bis heute sehr hoch anrechne, dass es die Aufgabe der Politik sein muss, für die Wirtschaft die Räume abzustecken, sie dann aber der Wirtschaft zu deren freien Verfügung zu stellen. Das heißt, Hardenberg war in gewisser Hinsicht ein sehr liberal denkender Mensch, trotz seiner natürlich konservativen Ziele, die er damit verfolgte. Und das Ganze führte dazu, dass er vollkommen korrekt erkannte, dass die in den Fichtelgebirgsräumen angesiedelte Textilproduktion noch nicht das ist, was er brauchte. Er sagte, ich brauche eine exportorientierte Wirtschaftsstruktur. Deswegen forcierte er
diese Fokussierung auf die Verlagssysteme. Er hat also wirklich dafür gesorgt, dass auch die letzten Handwebe, die noch irgendwie versucht haben, selbstständig zu bleiben, Teil dieser großen Strukturen wurden, weil er wusste, alleine können die gar nicht überleben. Wir brauchen die Verleger dazu. Er hat mit Hilfe von Steuernachlässen, von Prämien, von entsprechenden Zollreformen versucht, die Wirtschaft anzukurbeln und eben diesen Export weiter voranzutreiben. Er hat aber auf der anderen Seite auch gewusst, dass durch den Import der Rohbaumwolle eine immense Abhängigkeit von der Weltwirtschaft vorhanden ist. Und deswegen hat er gesagt, wir brauchen Backup-Strukturen, auf die wir dann zurückgreifen können, wenn es in der Baumwolle einmal ein bisschen hakt. Und deswegen hat er auch dazu beigetragen, dass der Flachs ein Revival erlebte und dass auf der anderen Seite eben auch die Schafwollweberei neu angestoßen wurde. Er hat beispielsweise, wie auch schon Karl Alexander kurz vor ihm, Merino-Schafe eingeführt, um eben damit die Wollqualität zu verbessern, sodass am Ende man sagen konnte, der Fokus war auf der Baumwollverarbeitung, aber wenn es da mal Probleme gab, dann konnte man schnell über Flachs und über Schafwolle einen Ausweg finden. Wie genial das war, sehen wir, so traurig es ist, im Moment, wenn man sich zu abhängig macht von der Weltwirtschaft und von Energielieferanten, die nicht im eigenen Land sitzen, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und da muss man ehrlich sagen, war Hardenberg in seiner Zeit weitaus besser unterwegs, weil er sagte, natürlich will ich dieses System vorantreiben. Aber wenn sich da mal ein Haar reinzieht, brauche ich irgendwas, dass diese ganzen Leute nicht von heute auf morgen in die Armut rutschen. Und dafür brauche ich eben diese Backup-Strukturen in Form von lokal anbaubaren Rohstoffen oder eben in Form der Schafwolle. Ja? Durch Hardenberg ging es im Fürstentum Bayreuth steil bergauf. Er hat, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen können, den Ausfuhrwert der Produktion eklatant gesteigert. Allein im Raum Münchberg wurde damals ein Fabrikationswert von 60.380 Gulden pro Jahr produziert und ein Ausfuhrwert von 57.480 Gulden. Ja? Schon in dieser Zeit gab es erste Fokussierungen. Bayreuth, Münchberg und Hof haben sich genauso wie auch teilweise Kulmbach auf die Textilproduktion gestützt, was zur Ausprägung dieses bis heute nachweisbaren Textildreiecks oder besser gesagt Textilraumes führte, der sich in Nordostoberfranken nachweisen ließ. Das Interessante ist, dass dann später unter der bayerischen Regierung sogar teilweise diese Schauanstalten noch einmal neu eingeführt wurden, die Hardenberg hier erwähnt. Es gab beispielsweise auf der Plassenburg, als damals dort ein Gefängnis existent war, eben tatsächlich auch erste Versuche, Manufakturen einzurichten. Nicht etwa, um damit dem Verlagswesen Konkurrenz zu machen, sondern die Intention war eher, dort neue Produkte und neue Maschinen auszuprobieren, die man dann eben in den Verlagsnetzwerken einführen konnte, sofern sie sich als praktikabel erwiesen haben. Also da gab es schon auch durch die Politik wirklich entsprechend gute Unterstützungen, ja. Das Ganze kam natürlich auch dadurch zustande, dass die Regierung, sowohl die preußische als auch später die französische unter Camille de Tournon, vollkommen richtig erkannte, dass um das Wachstum der Wirtschaft aufrechtzuerhalten, die Expansion der Absatzmärkte vorangetrieben werden muss. Kapitalismus funktioniert nur durch Wachstum. Und dieses Wachstum muss sichergestellt werden durch eine immer höhere Qualität und vor allem eben auch durch eine entsprechende Konkurrenzfähigkeit der Produkte. Und da war man nun tatsächlich am Anfang des 19. Jahrhunderts in anderen Räumen, dem Fichtelgebirge, voraus. Wie Camille de Tournon schreibt, gab es beispielsweise damals in England schon die ersten sogenannten Jenny-Maschinen. Gemeint ist damit die Spinning Jenny, eine händisch angetriebene Apparatur, mit deren Hilfe man die Arbeit von 80 Spinnerinnen auf einmal erledigen konnte und die zugleich sehr viel gleichmäßigere Fäden lieferte. Was natürlich dazu führte, dass nun die Spinnerei in England durch diese erste frühe Mechanisierung mit einem Mal höhere und qualitativ hochwertigere Produkte liefern konnte, als die Spinnerei, die im Fichtelgebirgsraum oder in den Fichtelgebirgsräumen noch immer per Hand ablief. Ja? Und deswegen war Camille de Tournon auch einer derjenigen, der die 79 Geschäftsleute, die damals im Fürstentum Bayreuth existierten, 79 Großverleger also, davon alleine die drei größten in Münchberg mit teilweise 200 bis 250 Beschäftigten, dass diese Menschen nun eben auch die Möglichkeit bekamen, diese neuen Produktionsmöglichkeiten einzuführen. Einerseits versuchte man tatsächlich selbstständig die Jenny-Maschine bei uns zu implementieren. Das funktionierte leider nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und deswegen ging man tatsächlich andererseits dazu über, nun nicht mehr die Baumwolle zu importieren,
sondern das fertig versponnene Garn aus England zu importieren. Sogenanntes englisches Maschinengarn verdrängte tatsächlich die lokale Produktion und führte natürlich schon auch zu immensen Problemen, denn wenn ich nun Maschinengarn aus England importiere, brauche ich bei uns keine Spinnerinnen mehr. Sie sehen jetzt also schon, dass so langsam aber sicher diese Entwicklung Größenordnungen annimmt, unter der die Menschen auch zu leiden hatten. Gab es also um 1800, wie eine Quelle im Staatsarchiv Bamberg sagt, eine nahezu Vollbeschäftigung in den Fichtelgebirgsräumen, sodass jeder, der Arbeit suchte, diese Zitat auch hinlänglich finden würde, kam es jetzt plötzlich dazu, dass langsam aber sicher durch die Ausdehnung der Produktionsnetze, durch die Ausdehnung auch der Wirtschaftssysteme, die Menschen vor Ort so langsam aber sicher darunter zu leiden hatten. Ja? Je größer das System wurde, desto schwieriger wurde es eben, diese lokale Produktion aufrechtzuerhalten. Und man war sich demnach schon damals klar, dass die Handweberei keine Zukunft haben würde. Das war jedem bewusst. Man wusste aber auf der anderen Seite auch, dass man in der Handweberei diese große Mechanisierung, wie es jetzt in der Spinnerei schon möglich war, ja, man hat ja dann die Spinning Jenny weiterentwickelt, man hat erste Self-Faktoren daraus entwickelt, sogenannte also Spinnmaschinen, die mit Dampfkraft angetrieben werden konnten. Die Spinnerei Crofton beispielsweise, die erste, die ja im deutschen Raum nachweisbar ist, die hat ja damals mit Hilfe von Wasserkraft entsprechend diese mechanische Spinnerei entsprechend eingeführt. Aber das war in der Weberei noch nicht möglich. In der Spinnerei waren es Prozesse, die konnte ich jetzt so peu à peu mechanisieren. In der Weberei aber war ich nach wie vor angewiesen auf die Kompetenz meiner Handarbeiter, meiner Handweber, meiner Lohnarbeiter, ja, die ich als Verleger unter mir hatte. Und deswegen konnte sich die Handweberei in dieser Zeit trotzdem noch behaupten. Man hat allerdings natürlich schon auch gewusst, über kurz oder lang müsste man auch in der Weberei mechanisieren. Erste Versuche, das zu tun, gab es schon in den 1850er Jahren. Damals experimentierte man mit sogenannten Jacquard-Maschinen, wie Sie es ja auf der linken, auf der rechten Seite sehen können. Diese Jacquard-Maschine konnte ich auf meinen Webstuhl einfach oben draufsetzen und mit deren Hilfe war es möglich geworden, die sogenannte Einzelfadensteuerung einzuführen. Das heißt also, ich habe nicht mehr die gesamten Schäfte angehoben oder abgesenkt, wie es bei einer normalen Webmaschine der Fall war, was eben einfache Muster ermöglicht hat, wie dieses hier, sondern mit Hilfe von Jacquard konnte ich jeden einzelnen Kettfaden ansteuern. Das ging über unglaublich ausgeklügelte Lochkartensysteme, die Sie hier erkennen können. Das war faktisch ein Computer. Ja, man muss es deutlich sagen. Diese Maschine wurde 1780 erfunden von einem Uhrmacher in Frankreich und war tatsächlich der erste Computer. Denn genauso wie beim Computer, wo es ja 0 und 1 gibt, arbeitet diese Maschine mit Loch und kein Loch. Loch, ich hebe den Faden an, kein Loch, ich lasse den Faden unten. Und dadurch war es möglich geworden, Muster zu programmieren. Das hier ist ein Beispiel für einen Jacquard-Stoff. Ja, Sie sehen schon, wie fein das dann plötzlich gewoben werden konnte. Diese Jacquard-Maschinen führte man nun auch bei uns ein. Und hat natürlich jetzt einmal mehr die Verleger gebraucht, die das Kapital hatten, diese Jacquard-Maschinen, die schweinsteuer waren, überhaupt zu kaufen und dann den Handwebern zur Verfügung zu stellen. Damit kam es jetzt zum ersten Mal in dieser tradierten Handweberei zu ersten großen Reformprozessen. Ja? Man kann beispielsweise nachweisen, dass die 1870 in Münchberg gegründete das Verlagshaus Stöckel und Grimmler, also die Verlegerfamilie Stöckel, die schon vorher existierte, schloss sich mit einem Herrn Grimmler zusammen, dass dieses Verlagshaus 1870 einerseits komplett auf Jacquard-Weberei umschwenkte als eines der ersten und dass es andererseits tatsächlich einen neuen Vertriebsweg eröffnete. Denn Stöckel und Grimmler hat gesagt, wir gehen nicht mehr auf diese Messen. Das ist uns viel zu anstrengend. Wir gehen direkt zu den Abnehmern. Das heißt, wir bilden Vertreter aus, die wir in die Schweiz, nach Österreich, ins Elsass, nach Sachsen, nach Norddeutschland schicken können und die dort unsere Produkte vertreiben und verkaufen. Sie sehen schon, dass jetzt gerade im 19. Jahrhundert eine unglaublich schnelle Entwicklung stattfindet. Ja? Wir haben jetzt also erste vorsichtige Schritte der Mechanisierung. Das große Problem war nur weiterhin die fehlende Energie. Denn während in England Dampfmaschinen liefen, die Spinnerei mechanisierten, und während in Norddeutschland, in Westfalen und so weiter erste Wasserturbinen im Einsatz waren oder große Wasserräder auch im Einsatz waren, um diese frühen Fabriken anzutreiben, gab es das bei uns im Fichtelgebirge nicht. Uns fehlte die Energie. Und genau dieses Problem sah man natürlich auch. Ich war da teilweise so überrascht, wenn man Literatur liest, wo man dann sagt, ja, die Entwicklung im Fichtelgebirge war rückständig, weil man konnte nicht mechanisieren.
Die Leute waren doch damals nicht blöd, ganz im Gegenteil. Ne? Die Verleger wussten selbstverständlich, will man mithalten mit dieser immer schnelleren Entwicklung, dann braucht man auch bei uns die mechanische Produktion, um damit das Verlagswesen und die Handproduktion zu ersetzen. Aber um diese Produktion mechanisieren zu können, brauchte man natürlich auch den Energieträger. Und dieser Energieträger, aufgrund der fehlenden Wasserkraft, wir haben zwar viele Flüsse, aber die Fließgeschwindigkeit war nicht groß genug für groß angelegte Turbinen. Diese Energieträger waren die Kohlen. Ja? Kohle gab es bei uns nur in Ansätzen, Stockheim beispielsweise, aber das war damals noch nicht weit genug ausgebeutet. Und deswegen war vollkommen klar, dass man genauso wie man die Baumwolle importierte oder eben die Maschinengarne aus England importierte, man nun auch den Energieträger importieren musste. Und dazu brauchte man Infrastruktur. Ich kann nicht mit einem Ochsenkarren nach Zwickau gehen, um dort die Steinkohle abzuholen. Ich brauche dafür groß angelegte Transportmöglichkeiten. Und genau deswegen hat man sich damals, nachdem Ludwig der Erste, der im Übrigen weitaus liberaler und weitaus wirtschaftsfreundlicher war, als man gemeinhin annimmt, als er damals 1835 nach anfänglichen Zögern das Privileg zum Bau der ersten Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth ausgestellt hatte und 1837 die Planungen zum Bau einer gigantischen Magistralverbindung durch das Königreich Bayern begannen, sofort zusammengeschlossen, um gemeinsam Münchberg, Kulmbach, Bayreuth und Hof dafür einzutreten, im Übrigen auch mit Unterstützung von Wunsiedel, dass diese sogenannte Ludwig-Süd-Nordbahn durch den Raum des Fichtelgebirges gebaut werden musste. Weil man wusste, nur mit der Eisenbahn komme ich an die Kohle in Zwickau, kann die billig importieren und kann damit auch bei uns die Mechanisierung der Arbeit ermöglichen. Ja? Am Ende wurde nach langem Hin und Her diese Ludwig-Süd-Nordbahn tatsächlich über Kulmbach, Markt Schorgast, Münchberg und Hof gebaut. Bayreuth und Wunsiedel blieben außen vor, waren damit natürlich überhaupt nicht zufrieden, hatten aber im Vergleich zu Hof und Münchberg tatsächlich das Nachsehen. Das Interessante ist, es existiert aus dieser Zeit ein Brief vom Münchberger Stadtschreiber Zapf, in dem er Ludwig dem Ersten mehr oder weniger direkt Folgendes sagt: Erstens, wir haben bei uns keine Landwirtschaft mehr. Andererseits in Kronach und Coburg gibt es bei uns keine Landwirtschaft mehr im großen Sinne, denn bei uns sind die Böden zu schlecht. Das hat dazu geführt, dass sich dieses Verlegernetzwerk ausgebildet hat, was aus dem Fichtelgebirgsraum die, Zitat, fabrikreichste Gegend des Königreichs machte. Ja? Fabrikreich im Sinne von viel Wirtschaftskraft durch Produktion und Handwerk. Und jetzt hat er eben gesagt, wenn du uns die Bahn baust, Ludwig, dann garantieren wir dir dafür, dass wir eine exorbitante Entwicklung hinlegen werden. Aber wenn du uns die Bahn nicht baust, sondern die vielleicht über Kronach und Coburg irgendwie in Richtung Norden hochbaust, dann können wir dir genauso gut sagen, dass die Region aussterben wird, weil die Menschen dann nicht mehr weiterhin im Textilgewerbe tätig sein können, denn über kurz oder lang werden uns die Mitbewerber vom Markt verdrängen, wenn wir diese Entwicklung nicht mitmachen können. Dieser Brief ist die wichtigste Quelle für meine Doktorarbeit gewesen, weil er zeigt, dass die Menschen der damaligen Zeit sehr genau wussten, dass diese Entwicklung notwendig war, um dieses System überhaupt am Überleben zu halten. Ja? Und genau das ist auch der Grund, warum man kurz nach der Fertigstellung der Ludwig-Süd-Nordbahn 1848 tatsächlich schon die ersten Planungen anstellte, jetzt auch bei uns große mechanische Fabriken zu bauen. In Hof und in Kulmbach schlossen sich die Unternehmer, unsere Fabrikanten, unsere Verleger zu ersten Konsortien und Aktiengesellschaften zusammen, um das immense Kapital gemeinsam aufbringen zu können, und bauten anschließend in den 1850er Jahren die ersten großbetrieblichen Spinnereien. In Kulmbach steht sie noch, später dann übernommen von Hornschuch. In Hof wird der letzte traurige Rest der stolzen Baumwollspinnerei wahrscheinlich in den nächsten Monaten abgerissen, das sogenannte Blaue Haus. Ja? Und damit beginnt nun auch bei uns die sogenannte Hochindustrialisierung. Sie fängt an in der Textilproduktion, und zwar in der Spinnerei. Es werden also in den Städten die großen Fabriken hochgezogen, die jetzt natürlich auch Arbeitskräfte brauchen. Diese Arbeitskräfte ziehen in die Städte. In erster Linie waren es in der Spinnerei tatsächlich Frauen, genau jene, die eben zwei Generationen vorher nicht mehr benötigt wurden, weil man ja das Maschinengarn aus England importiert hatte, konnte ich jetzt also in der Fabrik einsetzen und arbeiteten dort faktisch im Akkord. Ja? Wichtig ist, in der Spinnerei arbeitet der Mensch der Maschine faktisch zu. Die Maschine übernimmt den Hauptteil der Produktion. Deswegen wird der Mensch in der Spinnerei tatsächlich auch ein Stück weit austauschbar. Ja? Trotzdem
war die Mechanisierung damals bei uns nicht etwa ein Problem, gegen das man sich wehrte, wie in Schlesien, da gab es ja diese berühmten Maschinenstürme, sondern bei uns war weithin anerkannt, dass man ohne diese Entwicklung die Wirtschaftskraft der Region einbüßen würde und dass das am Ende immense Probleme nach sich gezogen hätte. Deswegen war die Mechanisierung der notwendige Schritt und es erkannten auch tatsächlich alle an. Ja, es gab natürlich Probleme, aber am Ende erkannte man, ohne diese Entwicklung gäbe es das System früher oder später nicht mehr. Ja. Im nächsten Schritt wollte man jetzt ausgehend von diesen ersten angeschlossenen Orten, wie gesagt Kulmbach, Münchberg und Hof, auch die angeschlossenen Räume an das Eisenbahnnetz anbinden. Das wollte man damals in den 1860er, 70er Jahren durch gigantische Infrastrukturprojekte, beispielsweise im Rahmen der sogenannten Fichtelgebirgsbahn. Die ist damals vorangetrieben worden von Bayreuth. Bayreuth sagte, wir wollen erstens Anschluss an die Magistrale, die waren ja vorher außen vor gelassen worden. Und wenn wir den Anschluss schon haben, dann wollen wir, wie Sie hier auf der Karte sehen können, über Gefrees nach Wunsiedel und von dort aus bis nach Eger eine Bahn durch das gesamte Fichtelgebirge bauen. Ja? Das Interessante ist, dass damals relativ schnell auch die zweite Alternative der Trassenführung diskutiert wurde, und zwar ausgehend von Kirchenlaibach, wodurch dann eben Bayreuth ausgeschlossen wurde. Das ist die Strecke, die dann tatsächlich auch gebaut wurde, die bis heute existiert. Dass man aber damals von Bayreuth aus sagte, dass die Fichtelgebirgsbahn natürlich das industrielle Fichtelgebirge erschließen muss und dass dieses industrielle Fichtelgebirge aus Bayreuth, Münchberg, Weißenstadt, Wunsiedel, Marktredwitz bestand. Das soll heißen, man nahm damals den Raum des Fichtelgebirges tatsächlich auch als zusammenhängend wahr, indem man sagte, natürlich gibt es da einzelne Spezialbetriebe, aber im Großen und Ganzen ist es nun doch ein Netzwerk geworden, das man nun eben entsprechend anschließen wollte. Aus der Fichtelgebirgsbahn ist leider nichts geworden. Das Königreich Bayern konnte sich den Bau nicht leisten. Erst später hat man dann im Rahmen des sogenannten Lokalbahngesetzes kleinere Stichbahnen gebaut, um wenigstens ansatzweise die Räume anschließen zu können. Münchberg baute gleich zwei, einmal nach Helmbrechts, einmal nach Zell und hat damit tatsächlich den gesamten früheren Verlegerraum, also genau den Raum, in dem früher die Handweber saßen, an die Stadt angeschlossen. Ja? Diese Lokalbahnen wurden aus zwei Gründen gebaut. Einerseits wollte man damit das Pendeln der Arbeiter in die Stadt ermöglichen. Man hat ja im Falle der großen Spinnereien in Hof gesehen, wie problematisch es werden kann, wenn plötzlich alle Arbeiter in die Stadt ziehen. Das hat nämlich immense Probleme nach sich gezogen. Wohnungsnot, hygienische Katastrophen. Deswegen war man damals in den 1880er Jahren, als die Weberei mechanisiert wurde, schon sehr viel weiter und sagte, die Leute sollen in ihren Orten bleiben. Die sollen zu uns reinkommen zum Arbeiten, dafür bauen wir ihnen die Bahn. Auf der anderen Seite gab es auch die Möglichkeit, ausgehend von den industrialisierten Städten, die Industrie mit Hilfe der Lokalbahnen in die ländlichen Räume zu bringen. Das ist die sogenannte Dispersion, die Ausgründung von Wirtschaftsnetzen in andere neue Wirtschaftsnetze, die damals ebenfalls stattgefunden hat. Das Ganze führte dazu, dass beginnend in den 1850er Jahren in der Spinnerei, über die Färberei, die in den 1860er Jahren mechanisierte, bestes Beispiel dafür ist die Färberei Knab und Lienhardt, die Sie hier sehen können auf einer fantastischen Darstellung, in den 1880er Jahren auch die Weberei den Schritt in die mechanische Produktion wagte. Das Ganze hängt auch mit der Entwicklung der Maschinen zusammen. 1883 werden Vorrichtungen zum Prüfen von Fadenbrüchen und zum automatischen Abstellen der Webmaschinen patentiert, genauso eben wie neue Techniken hinzukommen. Und 1884 gründet schließlich ein Zeller, Johann Georg Schlegel, der früher Verleger war, der aber nach Münchberg zog, um dort an die Eisenbahn und damit an die Kohle zu kommen, in Münchberg die erste mechanische Weberei des gesamten Raumes. Kurz daraufhin kommen viele weitere nach und somit haben wir tatsächlich in den 1880er Jahren den Höhepunkt der Mechanisierung und der Industrialisierung im Textilgewerbe. Ja. Es heißt demnach, Spinnerei machte den Anfang, Färberei kam nach, Weberei kam in den 1880er Jahren. Das hat nichts mit Rückständigkeit zu tun, sondern das kam einfach dadurch, dass die Entwicklung es erst dann erlaubte, in den 1880er Jahren die ersten modernen Maschinen einzusetzen. Und das Interessante ist, dass jetzt alles ganz schnell geht. Die Färberei Knab und Lienhardt, die Sie hier beispielsweise sehen, patentiert in den 1870er Jahren ein Verfahren zur chemischen Herstellung von Türkischrot. Türkischrot musste man vorher für ein Schweinegeld aus
Asien importieren. Teilweise haben sich im 18. Jahrhundert den Hof sogar noch selbstständige Händler niedergelassen, die nur dafür zuständig waren, dieses türkisch Rot, dieses Pigment zu importieren. Und jetzt hat gelingt es diesen beiden jungen Färbermeistern, mit einem Mal ein chemisches Verfahren dafür herzustellen. Und wenn Sie im Hinterkopf behalten, dass die erste chemisch hergestellte Farbe erst in den 1850er Jahren auf den Markt kam und die jetzt 10 Jahre später schon türkisch Rot erfunden haben, dann zeigt es, wie weit vorne unsere Region damals war. Das war kein rückständiges Gebiet, das war keine rückständige Entwicklung. Man war da gerade im Textilgewerbe seiner Zeit meilenweit voraus. Ja, das führte dazu, dass diese Färberei sich später sogar zum ersten Aktienbetrieb der Stadt Münchberg entwickeln konnte. Es wurde später die Aktienfärberei, die bis in die 1950er Jahre zu den größten Veredelungsbetrieben der Bundesrepublik Deutschland heranwuchs. Also, das ist keine kleine Entwicklung, die wir hier sehen, sondern das ist eine Entwicklung, die im Kleinen begann, die jetzt aber eklatant nach außen strebt und die gigantische, wie soll ich sagen, die gigantische Ausmaße annahm. Und das Ganze wirkte sich natürlich auch darauf aus, wie die Menschen in diesen neuen modernen Städten lebten. Als Teil einer urbanen und als Teil einer industriellen Gesellschaft strebte man jetzt auch nach neuen Annehmlichkeiten. Überall in den 1880er Jahren, wo die großen Fabriken entstanden sind, brauchte man neue Wasserleitungen, weil die alten Holzröhren die Menge an Wasser nicht liefern konnten, die die Fabriken benötigten. Deswegen wurden Hochdruckwasserleitungen gebaut. An diese Hochdruckwasserleitungen schloss man, wenn man schon mal drüber war, die ganzen Häuser mit an und beerdigte zugleich die früheren Wasserentnahmestellen wie Brunnen und Röhrenkästen. So heißen, mit einem Mal kam der Mensch in den Genuss von Wasser im eigenen Haus. Das gab es vorher nicht. Ja? Parallel dazu wurde um 1900 mit Elektrizität experimentiert. Das Ganze hing damit zusammen, je größer die Fabriken wurden, desto schwieriger wurde es, die Kraft der Dampfmaschine mit Hilfe von Transmissionen zu übertragen. Und da ging sehr viel verloren. Deswegen ging man dazu über, Generatoren an die Dampfmaschine anzuschließen, Strom zu produzieren und diesen Strom durch die Fabrik zu schicken. Das machte Schule. Kurz daraufhin wurden um 1900 die ersten kommunalen, städtisch finanzierten Elektrizitätswerke gebaut, die all jenen Strom liefern sollten, die sich selbst keine Dampfmaschine leisten konnten und die in einem zweiten Schritt auch für die Beleuchtung der Stadt und der Privathaushalte genutzt wurden. Ja? Hier sehen Sie mal auf der linken Seite eine ganz fantastische Quelle, die Traueranzeige der erleuchteten Ortsgemeinde Zell, die damals eben 1910 die armen Petroleumstraßenfunzeln beerdigte und zeitgleich die Geburt eines 3 Ampere starken hellen Jungen mit 23 Augen, sprich mit 23 Lampen in den Straßen, zu Protokoll gab. Ja? Die Entwicklung, die damals stattfand, war wirklich eine goldene Epoche. Diese Industrialisierung wirkte sich auf die Lebensbereiche der Menschen aus und führte damit natürlich am Ende auch zu einer neuen wahrnehmbaren Urbanität. Wer in einer industriellen Gesellschaft lebte, wollte auch davon profitieren. Durch Wasserversorgung, durch Elektrizitätsversorgung. Das Ganze soll aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auf der anderen Seite auch immense Probleme gab. Umweltverschmutzung beispielsweise war ein gigantisches Thema in der damaligen Zeit, denn diese ganzen Betriebe kippten ihre Abwässer einfach in die Bäche. Ja? Und das Interessante ist, es gibt ein Zitat vom damaligen Fabrikinspektor aus dem Jahr 1905, der das auf folgenden Punkt bringt. Er sagt: Mehrere Menschen haben sich bei mir beschwert, dass die Luft sehr schwer zu atmen ist aufgrund der Feinstaubbelastung, dass das Wasser sehr stark riecht und stinkt, dass man die Wäsche nicht mehr fleien kann, ja, dass teilweise Gase dem Wasser entsteigen. Aber, und jetzt zitiere ich wörtlich: Am Ende muss sich der Einzelne eine gewisse Belästigung gefallen lassen, um durch das gedeihliche Wachstum der Industrie das Wohl aller zu rechtfertigen und zu begründen. Und das war damals die Denkweise. Ja? Soll heißen, wenn durch die Industrie es den Städten und den Märkten entsprechend gut ging, musste sich eben der Einzelne, der direkt neben der Fabrik wohnte, damit abfinden, dass er halt dann mit dem Gestank zurechtzukommen hatte. So war damals die Denkweise. Ja? Man opferte faktisch für den Fortschritt der Stadt, des Urbanen, das Wohl des kleinen Einzelnen. Das ist Gott sei Dank eine Denkweise, die wir heute nicht mehr haben, aber das zeigt sehr schön, was damals eigentlich im Hinterkopf war. Ja? Lassen Sie mich in dem Zusammenhang gleich noch mit einem zweiten Trugschluss aufräumen. Es gab in den Betrieben in der Weberei, das heißt also in den kleinen mittelständischen Betrieben, nicht diese Ausbeutung der Arbeitskraft wie in den großen Spinnereien.
In den mittelständischen Webereien in Münchberg ist in jedem Falle nachweisbar, dass der Weber, der dort arbeitete, seine 10 Stunden pro Tag ableisten musste, dass er dafür aber an den Wochenenden frei hatte, dass es vor Feiertagen frei gab, dass es bei besonderen Anlässen frei gab und dass er dafür das gleiche Geld bekam, das er als Hausweber verdient hätte, wenn er 6 Tage die Woche jeweils 15 Stunden gearbeitet hätte. Sie sehen schon, dass sich also rein durch das Geldwesen eigentlich kein Unterschied ergeben hatte. Aber die Menschen arbeiteten für das gleiche Geld weniger und hatten dafür mehr Freizeit. Diese Freizeit musste wie die Arbeitszeit auch organisiert werden. Deswegen gab es in den Fabriken sogenannte Arbeitsordnungen, die festlegten, Leute, so wie in der Landwirtschaft, dass ihr immer, wenn der wollt, mal Pause machen dürft, geht es jetzt nicht mehr. Ab jetzt wird gearbeitet, wenn der in die Fabrik kommt und wenn der wieder rausgeht, könnt ihr werfen und machen, was ihr wollt. Und auf der anderen Seite kam es eben auch dazu, dass genauso wie unsere Bürger 100 Jahre vorher, als sie damals das erste Mal den Genuss von Freizeit verspürten, ja, dass jetzt eben auch die Arbeitnehmerschaft Freizeit hatte, die sie strukturieren wollte. Das führte zur Gründung der Vereine, Turnvereine, Sportvereine. Hier sehen Sie ein ganz tolles Foto, das erste Fußballspiel des ersten FC Münchberg gegen den ersten FC Bayreuth 1910. Ja, allesamt Mitarbeiter der Weberei Schödel damals gewesen. Und es zeigt eben auch, dass gerade in der Weberei, und das ist mir sehr wichtig, noch kurz zu erwähnen, bevor wir uns dann noch ganz schnell um Porzellan und Granit kümmern, das dauert aber bei weitem nicht so lang, einfach weil die Entwicklung sehr viel kürzer ist, dass es in der Weberei keine Ausbeutung der Arbeitnehmer gab. Ich habe das ganz oft gelesen, dass die Industrialisierung auf den Rücken eines ausgebeuteten Proletariats stattfand. Und das ist in der Weberei nicht nachweisbar. Ganz im Gegenteil, alle meine Fabrikanten in Münchberg, alle meine Unternehmer, die ich in der Stadt nachweisen konnte, stammten entweder selber aus der Weberei oder aber aus dem Verlagswesen, wodurch sie zum notwendigen Kapital gelangt waren, um dann ihre mechanischen Betriebe aufzubauen. Und die haben sie langsam ausgebaut. Nicht so wie die Spinnerei von heute auf morgen 500 Mitarbeiter, sondern angefangen mit 50, dann später 100, 150. Und dadurch waren das keine Ausbeute- und Malochbetriebe, sondern das waren Betriebe, für die die Menschen tatsächlich auch ein Stück weit gerne tätig waren, weil es eine gute Arbeit war und weil sie natürlich auch von der Arbeit profitieren konnten. Ganz häufig waren es die Fabrikanten, die Unternehmer, die mittlerweile nicht mehr so elitär waren wie die Bürger am Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern die sehr viel liberaler unterwegs waren, die sich für das Wohl der Arbeitnehmer einsetzten. Es wurden Konsumgenossenschaften gegründet. In Münchberg haben die Familien Stöckel und Grimmler mit 10.000 Mark Eigenkapital das erste Waisenhaus der Stadt gestiftet. Und das nicht etwa, weil sie selber der dafür ansehen wollten, sondern weil sie einfach das Problem der Kinderverwahrlosung erkannten. Sie haben sogar gesagt, wir wollen nicht, dass bekannt wird, dass wir das Geld gespendet haben. Macht einfach was Gutes damit. Ja? Es gab Arbeitnehmervereine, es gab Sportvereine. Es gab in Münchberg beispielsweise Arbeiterwohnungen. Wenn die Menschen trotzdem in die Stadt zogen und mit dem Zug pendeln wollten, wurden sie entsprechend untergebracht. Man hat sogar eine Baugenossenschaft gegründet, der man kostenlos Baugrundstücke zur Verfügung gestellt hat durch die Weberei Schödel, damit die Leute sich da ihre Häuser draufbauen konnten. Es war also in der Weberei nicht so, wie man es immer in diesen großartigen Dokumentationen wie Terra X sieht, wo man sagt, den Menschen ging es schlecht, sie malochten vor sich hin. Wenn der eine umgefallen ist, weil er nicht mehr arbeiten konnte, haben wir den nächsten geholt. Das war in der Weberei des Münchberger Raumes. Und ich wage zu behaupten, generell in der Weberei der Fichtelgebirgsräume so nicht nachweisbar. Ja. Jetzt kam es aber natürlich auf der anderen Seite, ausgehend von der Weberei, auch in anderen oder von der Textilproduktion, auch in anderen Produktionszweigen zu elementaren Entwicklungen. 1870, 71 hat sich in Mike Drittwitz der Heinrich Rockstroh Gedanken gemacht, hat gesagt, Mensch, diese ganzen Firmen, die jetzt gebaut werden, die brauchen ja Energie, die brauchen ja Maschinen, das liefere ich. Heinrich Rockstroh, später Maschinenbaufabrik Mark Drittwitz und Maschinenbaufabrik Rockstroh, war der größte Lieferant von Dampfmaschinen in der gesamten Region. Anfangs lieferte Rockstroh nur im Fichtelgebirge aus, das können wir durch die Lieferantenverzeichnisse nachweisen, später in nach ganz Europa. Ja? Das heißt, auch da beginnt man klein, aus der Schmiede heraus entwickelt sich die kleine Manufaktur und wächst entsprechend in das Große. Und genau das ist das, was die Industrialisierungsprozesse im Fichtelgebirge ausmacht. Es waren mit Ausnahme in der Spinnerei niemals groß angelegte Investorenprojekte, die von heute auf morgen aus dem Boden schossen und quasi
zigtausende Menschen in Lohn und Brot setzten, sondern es waren in den meisten Fällen Betriebe, die langsam organisch wuchsen und zwar meistens aus einer handwerklichen Tradition heraus. Und das ist das Besondere bei den Industrialisierungsprozessen in unseren Räumen. Ja? Wie es auch gehen konnte, zeigt das Beispiel Porzellan. Carolus Magnus Hutschenreuther, 1794 in Thüringen geboren, war ursprünglich Händler für Weißporzellan, das er in Hausarbeit bemalen ließ. Er war nichts anderes als ein Verleger, aber halt in diesem Falle für Porzellan anstatt für Textil. Ja? Nachdem dann am Ende die Vorkommen von Kaolin in Hohenberg gefunden wurden, ließ er sich hier nieder, gründete anschließend seine erste kleine Porzellanmanufaktur und hat damit eben den Siegeszug des weißen Goldes ausgelöst. Am Anfang war er alleine, später kam dann Rosenthal noch mit dazu, was dann eben ab den 1870er, 80er Jahren immer mehr sich ausbildete. Und jetzt sage ich Ihnen eines, ne? Wer hat denn bitte die Produkte von Hutschenreuther damals gekauft? Natürlich unser mittlerweile erstarktes Bürgertum, das es sich leisten konnte, Porzellan in das Regal zu stellen, anstelle des billigen Zins, was die Arbeiter oder die Hausweber bei sich zu Hause hatten. Damals natürlich nicht billig, sondern sehr hochwertig, aber im Vergleich zu Porzellan eben doch etwas anderes. Ja? Ich kann nachweisen, dass tatsächlich alle meine Unternehmer in Münchberg Porzellan hatten. Das wurde immer in ihren Bestandslisten geführt. Da war nichts mehr von Zinntassen und Zinntellern. Da hieß es Tassen aus Porzellan und genauso Teller und Untertassen aus Porzellan. Das konnte man sich nun leisten und Hutschenreuther stellte es für die Bürger jetzt plötzlich her. Ja, später dann eben entsprechend auch Rosenthal. Die Entwicklung ist anschließend genau die gleiche. Nachdem man eben in der Porzellanproduktion anfänglich noch in Hausarbeit tätig war, baute man jetzt die ersten Manufakturen. Diesmal allerdings nicht im Sinne von dezentralen Verlegerstrukturen, sondern wirklich von großen Betrieben, zentralen Betrieben, die dann eben nach dem Anschluss an die Lokalbahnen wiederum mechanisierten und die Produktion entsprechend nun mit Hilfe von Dampfkraft sehr viel besser reformierten und revolutionieren konnten. Und dann wurden eben auch aus diesen kleinen Porzellanmanufakturen mit einmal die großen Betriebe Winterling, Rosenthal, Hutschenreuther, die wir bis heute kennen. Ja? Kurze Frage vom Harald Steig, die ich zwischendurch beantworten möchte. Hatten die Textilunternehmen in Münchberg auch Anteil an der Gründung des Krankenhauses? Direkt nicht. Das Interessante ist aber, das Krankenhaus war schon lange in der Planung befindlich, als man im Rahmen der Ludwig-Süd-Nordbahn 1848 dazu verpflichtet wurde, für die Arbeiter an der Trasse eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Und das haben die Münchberger dazu genutzt, daraus gleich ein städtisches Krankenhaus zu gründen. Das heißt, die Unternehmer selber waren nicht daran beteiligt, aber die Industrialisierung hatte doch auch direkten Einfluss auf die Gründung dieser Struktur. Ja. Und wenn wir jetzt da gerade schon, das ist ein fantastischer Übergang, über Neubauten und neue Strukturen sprechen, natürlich brauchte ich für diese Fabriken Baumaterial. Na, vollkommen klar. Wenn ich meinen Großbetrieb baue, anfänglich waren das tatsächlich noch Gebäude aus Granitbruchstein, später dann eben aus Backstein, weil es billiger und schneller ging, dann habe ich natürlich auch diesen Stein irgendwo abbauen müssen. Das Fichtelgebirge hat eine jahrhundertealte Tradition von Steinbrüchen und Steinbearbeitung vorweisen können, ehe ein gewisser Erhard Ackermann aus Weißenstadt damals eingespannt wurde, beim Bau der Ludwig-Süd-Nordbahn an der schiefen Ebene zu helfen. Diese schiefe Ebene, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst der damaligen Zeit, hat Ackermann dermaßen viel Geld eingebracht, dass er ausgehend von dieser handwerklichen Steinbearbeitung, wie Sie es hier am Foto schön sehen können, ja, das ist der Steinbruch Felsler am Waldstein, dass Erhard Ackermann ausgehend von dieser handwerklichen Tätigkeit jetzt plötzlich genügend Kapital hatte, dass er in den 1840er, 50er Jahren in seine berühmten Patente stecken konnte. Ackermann entwickelte ein Verfahren zur Politur und zum Schleifen von Granit und hat dadurch diesen Werkstoff nicht allein als Baustoff interessant gemacht, sondern auch als billigen Ersatz für Marmor. Und insofern lieferte jetzt plötzlich Ackermann aus dem Fichtelgebirge heraus Granitsäulen für die Halle in Kelheim, für das Reichstagsgebäude in Berlin. Ja? Sie sehen also schon, auch da ging ausgehend von einem kleinen lokalen Produzenten mit einem Mal ein interregionaler Absatz vonstatten. Ja? Möglich gemacht durch den Unternehmer, der durch Kapitaleinsatz und auch durch entsprechendes wirtschaftliches Know-how dazu in der Lage war, diese Produktion groß zu machen und zugleich den Absatz nach außen hin zu vergrößern. Und das ist eigentlich das Elementare. Später gründete sich aus dem Ackermann-Betrieb im Zusammenschluss mit anderen die sogenannte Grasima, Granit, Syenit, Marmor.
Genauso wie jetzt aber hier in Weißenstadt der Fall war, gab es tatsächlich auch in Schwarzenbach beispielsweise solche Betriebe. Künzel und Schädler, ja, ein großer Betrieb in der Graniteproduktion, die auch Säulen herstellten, Baustoffe lieferten. Das hing also alles zusammen. Ja, das war nicht so. Und das ist der elementare Punkt, dass jetzt plötzlich am Anfang alle Landwirte waren und dann kam einer und sagte, ich baue eine Fabrik und fortan waren wir Industrielandschaft. Bei uns waren die Industrialisierungsprozesse teils über Jahrhunderte ablaufende Entwicklungen, die vom Handwerk peu à peu in die mechanische Produktion überführten. Das war in der Textilindustrie sehr, sehr stark der Fall. Es war weniger ausgeprägt, aber trotzdem vergleichbar im Porzellan. Und es war am Ende eben auch in der Granitindustrie so. Ja? Anders als in der Weberei gab es aber natürlich in der Granitindustrie und auch in der Porzellanindustrie schon diese sehr negativen Arbeitswelten in der Fabrik. Ja? Also ein Porzelliner hatte ein weitaus anstrengenderes Leben als ein Weber, verdiente weniger und hatte natürlich dann auch durch diese sehr starke durch diese gesundheitlichen Probleme mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Man darf also auch da nicht davon ausgehen, dass nur weil die Entwicklung in Münchberg für die Arbeitnehmer sehr positiv ausfiel, das überall der Fall gewesen ist. Ja. Wenn man demnach am Ende zusammenfassen möchte, was dieser heutige Vortrag versucht hat darzustellen, dann muss man auf mehrere Dinge eingehen. Erstens, es ist ganz wichtig, dass sich die Industrialisierung im Fichtelgebirge so nicht nachweisen lässt. Es waren dezentrale, einzeln ablaufende Industrialisierungsprozesse, die immer in den großen Städten anfingen, die sich als zentrale Orte etablierten und die dann von den Städten aus in die angeschlossenen ländlichen Räume ausstrahlte. Das ist das, was ich in meiner Dissertation auch wunderbar für Münchberg nachweisen konnte. Zweitens, es ist elementar, dass die Menschen, die diese Entwicklung verantworten, und das waren in erster Linie die Unternehmer, ja, sich dieser Bedeutung auch bewusst waren. Soll heißen, die Unternehmer schlossen sich zu Netzwerken zusammen, ja. Es gab in Münchberg sieben große Fabriken, die allerdings allesamt nicht das Gleiche produzierten. Man wollte also keine Konkurrenz vor der eigenen Haustür, sondern man hat gesagt, wir machen alle was Unterschiedliches. Wir machen zwar alle Buntweberei, aber der eine macht Drellweberei, der andere macht Matratzenstoffe, der dritte macht Dekorationsartikel. Und somit war es möglich geworden, das auszubilden, was man heute ein Cluster nennt. Einen Zusammenschluss von Fabriken zu großen Produktionsnetzwerken in gewisser Hinsicht, zu großen zusammenhängenden Strukturen. Und dessen war man sich auch bewusst. Als es 1896 die Landesindustrie- und Gewerbeausstellung in Nürnberg gab, stellten die Münchberger Fabrikanten in einem gemeinsamen Pavillon aus ihre ganze Produktpalette, sodass jeder, der da reinging, sofort wusste, wenn ich was Buntgewebtes brauche, in Münchberg finde ich die Firma, die das kann. Ja, bekrönt wurde das Ganze von einem Gobelin, den die Schüler der Königlich Höheren Weberschule angefertigt hatten und der Prinzregenten Luitpold zeigte. Natürlich war auch die Weberschule sowas, ja. Ursprünglich gegründet von den Unternehmern und selbst finanziert sollte sie die Ausbildung der Weber ermöglichen, die ja durch die fehlende Zunft nicht da war. Ja, man wollte das also institutionalisieren. Später hat man dann da Zeichner, Designer, Maschinisten ausgebildet. Alles, was man eben brauchte in einer modernen Fabrik um 1900. Und hat damit eben auch diesen Nachwuchs quasi sichergestellt. Ja. Auf der anderen Seite entwickelte sich eben auch in den größeren Räumen Zusammenarbeit, beispielsweise eben im Falle von Rockstroh, der jetzt anfing, mit einem Mal die Maschinen für diese Entwicklung zu liefern, nach Münchberg, nach Hof, nach Hunsiedel. Es entwickelte sich in anderen Teilbereichen der Industrie eine ähnliche Struktur mit Betrieben, die sich aus dem Handwerk heraus etablierten und die dann eben anfangs den lokalen Markt, später die immer größer werdenden Absatzgebiete versorgten. Und je größer der Absatzmarkt wurde, desto besser ausgebaut musste auch die Struktur im Lokalen sein. Wenn ich von Münchberg aus, nur mal als Beispiel, nach Amerika, nach Südamerika exportierte, dann trat ich natürlich auf den Weltmarkt in Konkurrenz mit England, mit Sachsen, mit dem Elsass. Ja, das heißt, da musste die Qualität und da mussten die Kosten und die Preise stimmen. Und dazu musste man eben, wenn man sich nach außen wagte, auch nach innen dafür Sorge tragen, dass alles adäquat weiterlief und dass am Ende eben die Entwicklung auch nach innen sich immer stärker ausbaute. Deswegen auch der Bau von Lokalbahnen, die diese Transporte innerhalb der Räume ermöglichten, die das Pendeln ermöglichten und deswegen auch der Ausbau der Versorgungsinfrastruktur, beispielsweise in Form von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Elektrifizierung. Ja? Insofern,
ist die Industrialisierung und die dadurch ausgeprägte Industriekultur. Erstens die wirtschaftliche Entwicklung, zweitens aber auch der dadurch ausgelöste gesellschaftliche Wandel. Ja, wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, aus den Verlegern wurde das Bürgertum, aus den Handwebern wurden die Lohnarbeiter, die moderne Fabrikarbeiterschaft und damit am Ende die industrielle Gesellschaft. Und dadurch veränderten sich eben auch die Lebenswelten der Menschen eklatant. Ja? Freizeitgestaltung, wie vorhin schon erwähnt, war damals ein großes Thema. Industriekultur ist aber auch Architektur in Form der Arbeiterwohnhäuser, in Form der Fabriken, in Form der Stadtparks, die damals angelegt wurden, in Form der damals großteils von den Unternehmern gegründeten Verschönerungsvereinen, die quasi diese negativen Auswirkungen der Industrialisierung ein Stück weit übertünchen sollten, indem man die Städte wenigstens ansehnlich gestaltet hat mit Blumenschmuck und so weiter. Ja? Und damit ist die Industriekultur ein bedeutender Bestandteil der lokalen Identität, nicht nur von Stadt und Landhof, das habe ich nämlich aus einem anderen Vortrag noch schnell vorhin, wie ich auf Sie gewartet habe, quasi stibitzt, sondern auch des Fichtelgebirges. Ja? Ein bedeutender Bestandteil der lokalen Identität der Fichtelgebirgsräume, Stadt und Landkreis Hof, Stadt und Landkreis Wunsiedel, Stadt und Landkreis ehemals Münchberg, Bayreuth, Kulmbach, die von den kleinen Leuten gemacht wird und nicht von den Großen der Geschichte. Und das ist der elementare und finale Satz, den ich gerne an Sie weitergeben möchte. Unsere Kultur, die wir im Fichtelgebirge haben, wird nicht von den Großen der Geschichte gemacht. Bismarck, Ludwig und wie sie alle hießen, haben da einen weitaus geringeren Einfluss drauf als der kleine Handweber, als der Unternehmer, als der Fabrikarbeiter, die einfach durch ihr Leben, durch ihre Traditionen, durch ihren Umgang mit ihrer Existenz das ausprägten, was wir heute Kultur nennen. Dumm ist halt nur, dass von diesen kleinen Leuten keine Tagebücher da sind und dass für die keine Denkmäler gebaut wurden. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es diesen Menschen verdanken, also sprich den normalen Leuten wie Ihnen und mir, ja, dass wir es diesen Menschen verdanken, dass wir heute im Fichtelgebirge noch immer diese unglaublich große und vielfältige Kultur vorweisen können, die eben nicht zusammengeschlossen werden kann als eine große Kultur, als eine Region, sondern die sich genauso wie auch die Industrialisierungsprozesse aus vielen einzelnen Teilen zusammensetzt. Und deswegen sind wir es diesen kleinen Leuten schuldig, dass wir uns ihrer erinnern. Wenn wir das schon nicht durch die Denkmäler tun können, die es für sie nicht gibt, dann sollten wir das wenigstens dadurch tun, dass wir die Dinge, die von ihnen erzählen, ein Stück weit besser behandeln, als wir es momentan machen. Wir dürfen nicht einfach jedwede alte Fabrik als Brache diffamieren und wegschieben. Denn diese Fabriken sind es, die die Geschichten der kleinen Menschen erzählen und die damit eben auch einen elementaren Bestandteil zu unserer regionalen Kultur beitragen. Das sei mein letzter Appell, der mir noch erlaubt sein möge und den ich tatsächlich eben auch am Ende meiner Doktorarbeit in genau dieser Form geschrieben habe, weil es mir einfach wichtig ist, das deutlich zu machen. Ich hoffe, dieser Parfumsritt durch die Entwicklung der Wirtschaft und der Industrie hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, ich habe selber gemerkt, ich bin teilweise sehr schnell geworden, dass Sie meine Euphorie mir nachsehen. Denn ich habe einfach im Rahmen auch meiner jetzt 5-jährigen Promotion wirklich diese Epoche kennen und schätzen und lieben gelernt. Sie ist leider oftmals unterschätzt, aber ich muss wirklich mittlerweile sagen, ich bin einfach hellauf begeistert von dem, was damals bei uns los war. Wir waren keine rückständige Region, sondern wir waren in den einzelnen Räumen wirklich immer ganz vorne mit dabei. Wenn Sie das Ganze nachlesen möchten, meine Dissertation erscheint vermutlich im vierten Quartal 2022, also noch dieses Jahr, als Buch, ganz normal im Buchhandel, unter dem Titel Geordnete Moderne: Impulse der Industrialisierung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Infrastruktur im Münchberger Raum. Da wird quasi auf 500, ein paar 20 Seiten all das, was ich Ihnen heute erzählt habe, natürlich noch einmal sehr viel genauer und sehr viel detaillierter, allerdings nur für den Münchberger Raum skizziert. Ja? Gesellschaftlicher Wandel, Infrastruktur, Raumwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Identität. Wenn Sie das Ganze jetzt schon nachlesen wollen, kann ich Ihnen die folgenden Titel ans Herz legen, die ich Ihnen hier noch einmal kurz einblende. Alle diese Aufsätze finden Sie kostenlos zum Nachlesen auf meiner Homepage, da können Sie sich das runterladen und noch einmal in Ruhe zu Hause nachstöbern. Wie gesagt, die große Arbeit erscheint dann Ende des Jahres und ansonsten freue ich mich natürlich sehr darauf, Sie, wenn dann alles soweit ist, vielleicht auch bei einem Vortrag vor Ort zu diesem Thema geordnete Moderne begrüßen zu dürfen, wo wir uns dann wirklich noch einmal
90 oder vielleicht sogar noch mehr Minuten rein auf diese spannende Entwicklung fokussieren. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, dieser Ausflug hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und natürlich auch den ein oder anderen neuen und spannenden Ansatz und die ein oder andere neue Erkenntnis geliefert. Abschließend noch einmal die Bitte, ja, lassen Sie uns auch über die Industriekultur weniger abschätzig reden, als wir es heute noch teilweise leider tun, sondern lassen Sie sie uns als elementaren Bestandteil unserer Kultur und Identität wahrnehmen, denn ich denke, am Ende bringt das auch der neuen Entwicklung, die wir momentan haben, eigentlich nur positive Aspekte. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe natürlich, dass wir uns bei Gelegenheit, entweder vor Ort in Präsenz oder auch an anderer Stelle virtuell, gerne einmal wiedersehen. Bis dahin Ihnen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und natürlich weiterhin alles Gute und viel Zuversicht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben sollten, die Barbara ist noch kräftig am Schreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf diesen Kommentar vom Harald, die alte Hutschenreuter-Fabrik in Hohenberg, das ist ja, denke ich, klar. Das ist jetzt in meinen Augen auch keine Frage, sondern eine sehr interessante Ergänzung von Informationen. Ansonsten sehe ich jetzt, Barbara, keine Fragen mehr, die ich noch beantworten müsste. Ich denke, ich habe alle mir vorgenommen. Gut. Dann herzlichen Dank und Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut derweil. Ade, Wiederschauen.
Thank you.